So, dann machen wir hier oben weiter. Hier oben habe ich jetzt das Omnibus, Civil War Omnibus platziert. Ist ein Top-Ding. Also, wer das Civil War geil findet, diese Story, dann ist so ein Omnibus echt, wenn man es sich leisten kann. Und Platz dafür hat auch echt ein cooles Ding. Also, da ist ja nahezu alles dann drin. Komplett. Und es sieht einfach richtig geil aus. Ist gezeichnet von Steve McNiven. Und dann passen dazu natürlich auch den Civil War-Film dazu. Ja, eigentlich auch einer meiner Lieblings-MCU-Filme. Dann hier auch ein Lego-Set mit Batman. So eine Vitrine, weil schwarz ist sehr staubempfindlich. Sehr, sehr staubempfindlich. Und dann haben wir Batman, den aus dem DC Rebirth, finde ich ganz cool. Und den normalen Joker. Also, das sind echt top Figuren, ein nettes Batmobil, macht sehr viel Spaß, finde ich ganz schick so. Dahinter haben wir dann weitere Becher, so mit Harley drauf, ein Hammer und ein Star Wars-Ding. Dann ein Spider-Man-Parfüm, einen kleinen Iron Man-Comic und dann halt Jokers Gesicht als Maske. Dabei war dann auch The Death of Family in Englischen Paperpack dabei. Jetzt muss ich ein bisschen weiter wippen. Und dann schon wie gerade gezeigt, diese Box mit den ganzen, wo die ganzen Animated Batman-Filme drin war, lustigerweise mit dem Batman jetzt hier drauf aus dem DC Rebirth. Für mich ist das einfach wirklich markant mit diesem Gelb drum so, ne? Weil sonst kenne ich den ja eigentlich nur so normalen Zeichen oder dieses ganz Gelbe mit dem Schwarz drin. Und ja, das ist einfach so DC Rebirth-Zeichen. Dann habe ich hier noch so welche Becher, mit, ja. Twilight der 13. drauf. Dann noch hier so eine Box von The Dark Knight Rises. Da sind halt die Filme nochmal drin. Und da waren halt auch so Figuren, also beziehungsweise das Batmobile und so weiter drin. Kommen wir auch noch gleich dazu. So, dann hier Monopoly. Ich bin ein Monopoly-Fan. Leider sind diese Monopoly nicht gerade der größte Hit, aber hier sind geile Figuren drin, so mit Luke, Vader, Finn. Warum man Finn hier reingemacht hat und nicht Ray. Wahrscheinlich dachten die Macher sich damals, dass Finn die Hauptfigur werden wird. Und nicht Ray, ich habe keine Ahnung. Und Kylo natürlich dazu. Ich mal gucken, dass ich hier nichts anderes umwerfe. Dann ein Han Solo Monopoly. Habe ich geschenkt bekommen. Habe ich nicht gezielt gekauft. Hoffentlich guckt sich das derjenige nicht an. Dann noch einen Monopoly Avengers. Und dahinter sind halt, ist noch so ein, ist die unglaubliche Monopoly noch und ein Quiz mit Star Wars Fragen, wo ich echt bemerkt habe, wow, ich kenne mich im Legend-Bereich nicht so gut aus. Da gibt es einige Legend-Fragen, wo ich Probleme mit hätte. Dann habe ich hier jetzt noch ein Hellboy, englisches Comic. Der Witz ist, das kommt auch aus einer Zeit, wo ich nicht so gut Englisch konnte. Das war halt in so einer Steelbook drin, vom Film her. Und oh, damals konnte ich das nicht lesen. Und heutzutage jo, ist das sogar eigentlich relativ leichtes Englisch. Ich glaube, was Hochwertiges oder so. Wenn du die Sprache einfach nicht kannst, dann kannst du sie halt nicht, ne? Yeah, alright. Goodbye. One later. Norway. You see that house through there? Years ago, lightning smashed that chimney and a troll fell out. 11 people saw it. There's a matter of public record. Das ganz. Muss auch ein bisschen gucken, dass ich mal bei Hellboy reinkomme, dass ich da mal ein paar Comics lese. Aber ich bin jetzt gerade bei Spawn. Dann habe ich die Harry Potter 4K Blu-ray Box geholt. Die Steelbooks sind auch richtig geil. Dann hier noch den Zauberstab von Albus Dumbledore, also den Elderstab. Dann noch diese Stan Lee Box. Finde ich so lala. Ist ganz cool für Sammler eigentlich, aber. Ach, den Inhalt, den hat man noch eher so aus Nostalgiegründen, weil es wegen seinem Tod und beziehungsweise wegen, weil da viele Klassiker halt drin sind, so erste Ausgaben und so. Aber storymäßig, naja. Dann habe ich hier so eine DC Comics Enzyklopädie, Stand Anfang DC Rebirth, könnte man sagen. Ja, ist eigentlich für Einsteiger sehr gut. Und dann hier an der Seite noch so ja, die Umpackung von diesem Stan Lee Ding. Ist ganz witzig eigentlich. Und dann hier noch ein Star Wars Monopoly von Episode 2. Ja. Ja, das ist soweit das. Dann kümmern wir uns jetzt. Ja, das wird noch ein langer Weg, denn jetzt kümmern wir uns gleich um diese DC Comic Collection. Ja, das wird ein Spaß. Also erstmal hier Funko Pop Figur von Harley Quinn in diesen Bombshell-Versionen. Arkham Asylum hier, auch einer meiner, ja, was heißt älteren, eigentlich nicht so alt, aber schon mittleren. Älteren Comics. Einfach auch als Batman-Joker-Fan einfach ein Muss. Ist einfach ein Muss.
mit dieser Inbrunst, ein Muss. Dann jetzt gerade, ich tue halt immer so hier, was auf meinem Lesestapel praktisch ist, tue ich immer hier vorne hin. So, und dazu gehören jetzt auch gerade hier One Punch Man 19 und 20. Ja, sind halt, gehören mir nicht, sind, ist halt nur ausgeliehen, aber ist halt auf meinem Lesestapel. Muss ich mal eben da wegnehmen. Also gehören nicht direkt zu meiner Sammlung. Dann jetzt hier Poison Ivy aus Arkham Asylum, Joker aus Arkham Asylum und Harley aus Arkham Asylum, so die Funko Pop Figuren. Ja, machen echt Spaß, das ist echt krass. Also das war hier meine erste, die habe ich geschenkt bekommen. Und dann einfach so, yo, was man damit alles machen kann, also wie viele Arten davon gibt es, ne? Das ist krass. Ganz ehrlich, für jeden findest du eigentlich was. Also außer natürlich, du hast total Probleme, diesen Look einfach, aber an den gewöhnt man sich eigentlich. So, Batman Collection. Hier sieht man ja komplett hier, das sind ja diese Alex Ross Zeichnungen, Green Lantern, Flash, Aquaman, Superman, Batman, Wonder Woman, DC Zeichnen. Das ist auch noch sagen, ich liebe dieses DC Zeichnen. Also ich mag das heutige DC Zeichnen nicht so gerne, das ist mir zu einfach. Das hier finde ich einfach richtig cool, einfach cool designt, weil man hat ja einfach, man erkennt das C befindet sich im D und dann blättert sich das auch noch um, wie halt so ein Comic und es enthüllt dieses D. C, ich finde das einfach genial. Ich wäre nie auf so eine Idee gekommen. Es ist theoretisch so simpel, aber trotzdem so genial, finde ich einfach. Sinestro, Captain Cold, Black Manta. So, jetzt muss ich die Orientel. Hier haben wir Green Lantern. Bizarro, Joker, Cheetah. Wieder die sie zeigen. Das finde ich eigentlich total unnötig, aber man muss halt Werbung für sein Logo machen. Hier war auch erstmal hier, ja, hier mein Lieblings-Joker aus The Death of Family. Ich finde ihn so geil. Das Geile ist beim Joker irgendwie, weil die Dinger haben eigentlich keinen Mund, aber bei Joker muss man halt einfach den Mund machen. Und ja, ich finde das Ding so geil. Das habe ich zum Glück noch im Internet bekommen. Ist eigentlich nicht so eine Figur, die man noch so üblich bekommt. So, dann Hawkman. Ein bisschen diskriminierend, denn hier ist keine Hawkgirl. Shazam, Green Arrow, Plastic Man, Martian Manhunter. Hier habe ich dann hier Fletchers Joker. Ist auch ganz cool, aber ist eine sehr billige Figur. Die, warum auch immer, wird die en masse produziert und ist nichts auf dem Markt wert. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Hier habe ich dann auch noch The Killing Joke natürlich in meiner Sammlung. Vorhin habt ihr ja auch gerade The Death of Family auch noch gesehen. Gehört dann natürlich auch noch dazu. So. Und dann habe ich hier jetzt halt noch als ja, Frau noch Bad Girl und Black Canary. Dann gibt es hier noch, ja, das ist halt so dieses soll halt dieses Multiverse-Ding darstellen, weil hier auch halt so Dinger sind wie Infinity Crisis. Dann hier praktisch mein Blackest Night Omnibus-Pack, ist auch richtig cool, mit den allen komplett zusammen. Und dann hier an der Seite noch halt Blackest Night, weil ich den mir eigentlich halt im Original geholt habe und das erst im Nachhinein kam, sonst hätte ich mir den Band natürlich nicht holen müssen. So. Dann gehen wir die mal durch. Ich habe jetzt hier Batman Hush, Band 1 und 2 wurde aufgeteilt. Top Story, richtig klasse. Top gezeichnet von Jim Lee. Einfach richtig coole Story. Kryptons letzter Sohn. Also hier Hush. Das kann ich halt. So, Batman, letzte Saison, Kryptons letzter Sohn, ist okay gewesen, nicht der größte Hit. Tut mir leid, Leute, aber ganz ehrlich, das alles immer hier raus reinziehen, ist jetzt hier aus dem Winkel nicht so gut. Hier unten ist auch halt noch so ein Tisch, der mich ein bisschen behindert, dass ich da perfekt in die Ecke kann. Aber egal. Dann Turm zu Babel war sehr enttäuschend, fand ich. Also den fand ich gar nicht so wirklich interessant. Das sind so Sachen, würde das nicht wichtig für so ein Bild sein, wären so ein paar Sachen hier drin, die ich echt weggeben würde, ne? Dann Freunde und Feinde, muss ich mal gucken, Freunde und Feinde. Batman Superman, ja, ist okay gewesen. Secret Origins, ja, ist auch unterhaltsam, ist halt nett, um halt so nochmal auf die Origins von Green Lantern einzugehen. Dann, was haben wir dann noch? Die dunkle Seite des Paradieses. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Nee, das ist Wonder Woman. Habe ich noch gar nicht gelesen. Batman und Sohn, das ist auch ganz cool. Dann halt so die ersten Eintritte von Damien, sagen wir mal so. Mich als Damien-Fan ist das auch irgendwie ein Muss in der Sammlung zu haben. Lachwitze und andere Katastrophen. Warte mal. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Ich glaube, der hat mich auch gar nicht so angesprochen. Das erste Jahr, Teil 1, ist jetzt allgemein. Ist jetzt auch nicht so das Geilste. Hat mich auch nicht so wirklich überzeugt. Wurde auf zwei Teile gemacht. Born to Run ist halt so ein Classic-Ding. Also so ein altes Ding, nicht Classic. Also das kennt kaum einer. War auch nicht so der größte Hit. Der Mann aus Stahl, ja, pff, war okay, war okay, mehr nicht.
an Batman, der Tod, ein Tod in der Familie, auch ein Batman-Klassiker. Das ist das ganz Schöne, das in der Sammlung zu haben, ist auch irgendwo ein Muss mit Jason Todd. Dann Lex Luthor, Mann aus Stahl. War unterhaltsam, war überraschend eigentlich ganz gut. Aber auch nicht das Geilste. Dann das Buch des Schicksals. Ja, habe ich nicht gelesen. Sieht sehr scheiße aus. Erde 2 habe ich auch noch nicht gelesen. Kenne aber die Story ungefähr. Der Tod von Superman. Sehr beliebt eigentlich, aber fand ich jetzt persönlich nicht so berauschend. Aber ist halt so eine der bekanntesten Sachen. Batman, das lange Halloween, auf 2 Teile gemacht. Auch eine Top-Story. Nicht das Geilste, was ich von Batman je gelesen habe, aber trotzdem sehr empfehlenswert. Ja, Wonder Woman habe ich noch nicht gelesen. Roman, das erste Jahr habe ich auch noch nicht gelesen. Supergirl. Ja, komm. Das muss ich noch lesen. Das wollte ich, glaube ich, sogar mal letztens lesen, aber habe ich dann irgendwie vergessen. Aber ich habe jetzt gerade noch andere Sachen zu lesen. Kommt aber noch. Trinity habe ich auch noch nicht gelesen. Also ich bin jetzt so ungefähr, ja, lange Halloween. Ich habe so zwischendurch halt Sachen gelesen. Und nicht kontinuierlich alles, weil manchmal brauchst du einfach eine Pause auch von den Zeichnungen und was weiß ich was. Also, naja. Lobo gibt es dann hier auch noch. Der Nagel, Schatten über Gotham, Brainiac, also das habe ich gelesen hier, Superman Brainiac, ganz gut. Sinas große Coup habe ich auch noch nicht gelesen, Justice habe ich gelesen, ist auch ganz gut, auf 2 Teile gemacht. Superman Secret Origin ist auch eine coole Story. Batgirl, das erste Jahr, habe ich noch nicht gelesen. Im Zeichen des Jokers, ich glaube, ich habe das noch nicht gelesen. Ist, glaube ich, auch ein bisschen einer der älteren Sachen. Dann Young Justice, muss ich auch noch lesen. Ich muss auch ein bisschen mal bei den Young Justice Teen Titans und so weiter ein bisschen mal mehr reinkommen, finde ich einfach. Ja, andere Liga, ja, Justice. Dann wieder Catwoman, habe ich auch noch nicht gelesen. Kälte, habe ich auch noch nicht gelesen. Muss ich das mal eben zur Seite stellen. Krieg der Rogues, habe ich auch noch nicht gelesen. Birthright, habe ich auch noch nicht gelesen. Die Geburt des Dämons habe ich gelesen, war okay. Auch auf 2 Teile. Die Augen der Gorgone, Wonder Woman, auch noch nicht gelesen. Auf der... Da. So, bleib stehen. Auf der Flucht Plastic Man habe ich auch noch nicht gelesen. Green Arrow, den habe ich schon gelesen, ist nicht so geil. DC habe ich auch noch nicht gelesen. DC ist auf 2 Teile gemacht worden. Was habe ich hier jetzt? Just JLA, noch ein Nagel. Jo, das ist ja witzig. Nee, habe ich auch noch nicht gelesen. Und wen haben wir jetzt hier noch? Auch wieder Wonder Woman, habe ich auch noch nicht gelesen. So Leute, das war's dann auch schon wieder. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der DC Comic Collection. Das, gibt's noch einiges. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche ihr denn davon denn schon gelesen habt, wie ihr die denn jeweils findet, welche wollt ihr denn vielleicht noch lesen. Und dann ja, bis morgen dann. Ciao.